Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Schuppen- und Krallensammler. Ich bin euer Affenkönig Dämlich, das ist Part 51 von Dragon's Dogma 2. Wir sind hier natürlich auf der PS5 Pro und in 4K und ach, Raytracing, VRR, alles ist mit an Bord. So, ich möchte mich schnell mal auf die Ohren hauen, dann müssen wir zu Isaac. Aber ich habe mir gedacht, ich habe mir jetzt schon aus der Kiste. Oh, falsches Haus. Sorry, hier wohne ich gar nicht. Ha, ich bin doch nebenan, oder? Nein. Oben drüber? Oder waren die alle in meiner Bude? Nee, die waren in meiner Hütte. Nee, nee. Ich dachte schon, dass die alle hier in meiner Bude rumschlummeln. Seid ihr irre? So, macht ja nicht so einen Krach dort unten, ich will pennen. Sonst raucht, sonst komme ich runter und dann gibt es schön eine aufs Fressbrett. So, erstmal bis zum Morgen ausruhen. Ihr habt mir auch geschrieben, der Karl Abrissbirne hat geschrieben: Mensch, das ist eine harte Quest, die du gerade machst. Zum Glück hat er nicht mehr geschrieben. Ich bin gespannt, was da passiert. Aber ihr kennt mich ja, ich möchte jetzt eigentlich den Zauber nicht so weggeben, weil ich glaube, den könnte man auch noch für was anderes gebrauchen. Oh, schön. Unabhängig vom Reich. Der Erweckte ist mein Schützling. Reisebericht. Meine Erkundungen waren weniger ergiebig, als ich hoffte. Meine Perspektive hat sich erweitert und ich bin stärker. Sehr gut. Ich danke euch. Wunderbarski. So, Niki ist zurück und hat ein paar schöne Riftkristalle mitgebracht. Und ja, auf jeden Fall will ich jetzt eigentlich mit einem Reisestein nach Dings reisen, nach Ruhestadt. Und da dann natürlich mal schauen, ob wir das fälschen können, das gute Stück. Und ich denke, das geht bestimmt. Und vorher habe ich noch eine kleine Sache. Wir müssen uns ja hier vorne von so einer Echse vergiften lassen. Das hat im letzten Part. Naja, ich war vergiftet, aber ich habe irgendwie zu lange gebraucht und dann ist das Gift schon wieder abgeklungen. Da hat das leider nicht ganz so funktioniert. Ich würde das aber jetzt gerne noch mal probieren. Die Fresco-Passage. Kommen wir hier wieder runter? Ja. Irgendwo bestimmt, oder? Jupp. So, liegt hier was Schönes? Da sehe ich nichts rumwabern. Hier auch nicht. Ist natürlich schon schade, aber. Zack. Ja, die sehen besser aus, die Animationen, die sie jetzt eingefügt haben. Eindeutig. Aber hier oben liegt jetzt auch nichts. Oh, gerade so. Zack. Und hier war ja der Zielkristall, oder? Nee, was ist das denn jetzt für eine Markierung? Müssen wir uns noch mal kurz angucken. Hä? Ja, hier waren wir noch nicht. Vielleicht gibt es hier noch was zu entdecken. Ach nee, das ist der Aufzug. Okay, der ist markiert mit einem Ausrufezeichen. Ergibt Sinn. So, gehen wir mal zu unseren Freunden. Ja, ich weiß nicht, ob es unser Freund ist. Aber ich habe so eine kleine Idee, und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Vielleicht funktioniert das ja. Ich hau mir nämlich jetzt ein schönes, ekliges, fauliges Beefsteak rein. Dann vergifte ich mich ja selber. So, und vielleicht erkennt er das an, als dass ich vergiftet bin. Ich bin doch nicht bei bester Gesundheit. Okay, das funktioniert also nicht. Ich kann ihn also nicht verkackeiern. Schade. Dann brauche ich mal eure Hilfe. Niki, bitte. Beginne. Ich glaube, Niki hat den Zauber nicht, oder dass sie Vergiftung heilen kann. Ja, siehst du? Jetzt sagen sie, dass das funktionieren müsste.
Nee, irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Schade. Ich dachte, ich könnte den verkackeiern und selbst meine Vasallen sagen, dass das Gift durch unsere Venen rauscht von einer Echse. Aber anscheinend reicht das ja nicht aus. Aber steht ja da, eile zu Jarl zurück, während das Gift der Espe-Echse noch durch deine Adern fließt. Gibt's doch nicht, wa? What we need to deliver, do we not? Let us find the intended recipient. We need only pass our burden into the Das hands gibt's doch of nicht, Leute. Das muss the recipient. You have my funktionieren. support. Also, was heißt, das Are you muss alright? funktionieren? Ich habe mir gedacht, das könnte funktionieren. You appear to be in fine health. How disappointing. If your pack grows over full, simply ask me to sell it for you. Schade. Mensch, du alter Lumich, du siehst doch so aus, als wärst du ganz skeptisch. Vielleicht muss meine Gesundheit einfach noch weiter unten sein. Wenn nicht, haue ich mir noch so ein Ding rein. Habe ich denn was zum Heilen dabei, falls ich kurz davor bin, umzukippen? Natürlich nicht, oder? Verbringe die Wahrscheinlichkeit, Schwächung zu erleiden, erhöht vorübergehend Magie und Stärke? Nein. Magische Abwehr? Okay. Gesundheit wieder her, kuriert alle Schwächung. Ja, ist natürlich eigentlich Verschwendung, gell? Verstummt heilen? Durchdrängt? Ah, schade. Okay, dann, ja. Dann muss ich das Wunderelixier trinken. Mal gucken, wie lange es noch Come to anhält. think of it. Vielleicht muss ich wirklich einfach noch ein bisschen mehr vergiftet sein. Ich habe nur eins mitgenommen von diesem fauligen Steak. Da kann ich mich also nicht nochmal vergiften. Ah, hier ist ein entgiftender Sud. Den können wir ja eigentlich. Kann sie mir mal geben, die Niki? Was there not another task we were to see to somewhere nearby? Efficiency is not the only factor worthy of consideration. Der alte Hund. Er akzeptiert es einfach nicht. Na gut. Sind auf der Karte denn noch irgendwelche anderen Echsen, wo ich erst nochmal hin kann? Bestimmt, oder? Ja, da. Was? Da unten sollen welche sein? Na gut, dann reißen wir eben nochmal dahin. Dann müssen die mich halt direkt nochmal vergiften. Aber dann wird es ja schon wieder etwas schwierig, oder? Die sind auch ganz schön stark. Die haben uns das letzte Mal ganz schön, ja, ich will nicht sagen fertig gemacht, aber wir haben uns gut zugesetzt, so könnte man sagen. Ich frage mich nur, warum die Niki mich nicht heilt. Das leuchtet mir nicht ein. If I might be so bold as to speak my mind, Sie hat doch ganz look normal. how many women we count among our. Sie hat doch ganz normal ihre Heilungsfähigkeiten, aber das ist mir im letzten Part schon aufgefallen, dass irgendwie nicht mehr so viel Heilung hier unterwegs ist von ihrer Seite aus. Oh, nicht, dass das ein kleines Buggy-Problem ist, was ich jetzt habe. So. Ich würde gerne. Wo soll das denn sein? Nee, jetzt zeigt es mir nichts mehr an. Ah, Mist. Und nirgendwo mehr Echsen zu finden. Ist die Quest jetzt dadurch gescheitert vielleicht? Ich könnte aber gucken, ob die Echsen immer noch hier unten sind. Die waren doch. Hier unten in dieser einen Ecke waren sie doch drinne. Dann versuche ich mich nochmal zu vergiften. Vergiften zu lassen. Ja, da sind sie. Forgive me, but I cannot guide you from here. So, können wir die ein bisschen herlocken hier vielleicht, dass die gleich zu uns hier hochkommen. So, Selene macht schon mal richtig einen rauf. So, vergifte mich bitte. Oh, du heilige Echse. Tja, das war wohl nix. Giftschuppe. Schön gemacht, aber das war nicht das Ziel.
Ja, dann reisen wir erstmal schnell nach Ruhestadt. Und wenn wir wieder herreisen, probieren wir dieselbe Geschichte nochmal aus. Ja, Transmigration der Seelen. Das erste hat er ja schon. Das ist natürlich blöd. Ich hätte gerne alle beide behalten, aber vielleicht. Na, wir fälschen mal eins. Genug Kohle zum Fälschen sollte ich haben. 10.000 oder wie viel kostet das immer? Gegenstände. Zwei Stück haben wir noch. Ah. Reisestein bräuchte ich da natürlich auch, gell? Das wäre eigentlich schon von Vorteil. Heilige Laube, da müssen wir nämlich auch nochmal hin. Der Grenzschrein, Kontrollpunkt Ruhestadt. Die schönste Stadt zwischen Bagbatal und dem Elbenreich. Ach, wieder wunderschön, da wo unser Zielkristall halt steht. So läuft es. So funktioniert's. Hallo, ich bin wieder da. Oh nein, du bist auch wieder da. Uah. Welcome, Sir. Grüße dich, Ibrahim. Lang nicht If you're a gesehen. liar, then buy something and see the truth. Besondere Funde. Was hast du noch dabei? Nichts richtig Tolles. Ah, I see you desire So, one of zeige my mal das masterpieces. Zeugnis. Very well. Transmigration der Seelen 2. Ja. So have your order crafted in Ach, good time, 2,4 a kostet es little nur. Ist patience es is all günstiger you ask. geworden? Ja, ich bin ein bisschen. Ich warte ein bisschen. Hope to see you again. So, ich weiß gar nicht, wie lang war das denn? 2 Tage? Setzen uns hier aufs Bänkchen. Das ist ja nicht ohne Grund hier vorne. Und versuchen erstmal schön die Beine still zu halten. Ruhig nochmal einnicken, mein Guter. Ach, schade, dass ich dann immer wieder mich hinsetzen muss. Aber ich weiß gar nicht, ob ein Tag ausreicht. Ich glaube nicht. Aha, unsere Rüstung sieht so geil aus und auch der Mantel. Einfach alles. So, mal gucken. Aber ich glaube, wenn es uns das noch nicht anzeigt, oder? Na, wir gucken mal. Welcome, if you Aber think ich you're glaube, es lying, waren then buy 2 Tage, something. oder? The option you've Nee. requested is complete. Ja, Here you er are, ist sir. fertig. You Bitte can sehr, depart. nutzt die Hinweise. Die Transmigration der Seelen 2 erhalten. Der Transit der Seelen 2. Sehr schön, danke dir. Many thanks to you. So, wer hat denn bei Well, euch if you're Reisesteine? a Hast du liar, then Reisesteine, Ibrahim? Es ist die Fälschung, gell? Eine sorgfältig gearbeitete Fälschung, obwohl sie dem echten Gegenstand stark ähnelt, hat sie nicht dessen Eigenschaften. Oh, wir haben jetzt ja schon 5% Rabatt hier, weil wir schon so viel bei denen gekauft haben. Cool. Buy something and see the hope to see you again. Noch eine andere Fälschung? Nee, ich glaube nicht. You seem well. Hallo, grüße dich. Hallo, Susanne. Dich haben wir ja noch gar nicht gesehen. Oh, ich muss auch unbedingt noch einmal nach Glyndwr gucken. Hab ich auch vergessen. Oder nicht vergessen, ich war noch nicht wieder in Wirnwurf. So, sie hat nichts. Nothing caught your eye. That's a shame. Let's hope there's aught worth our coin next time. The Arisen is ever prudent in the Aber application hier of ist things. nichts. Der hier könnte Reisesteine haben. Morris oder wie er Need heißt. anything? Ja, hast du welche? Du hast welche. Ah, sind die teuer? Verdammte Axt. Ja, aber gut. Wir brauchen sie. Anders geht's nun mal nicht. Stop by again soon. Na gut, dann Horido, nehmen wir auch gleich Anlauf und zurück nach Batal.
Kann ich mir eigentlich jetzt aussuchen, zu welchem Zielkristall? Nee, nicht wirklich. Immer mein gesetzter. Aber ist ja egal. Dann gucken wir jetzt nochmal nach den Echsen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, ehe die dort wieder respawnen. Ob da. Aha, vielleicht reicht da gar nicht ein Tag. Vielleicht sind das noch ein paar mehr Tage. In Dragon's Dogma 1 waren es manchmal 7 Tage. Oder nee, 5 Tage, bis der Drachen wieder da war. Jetzt hat sich das hier auch wieder geändert. Hier unten ist er, der alte Halunke. Gut, dann probieren wir das gleich nochmal. Vielleicht ist sie ja noch da. Ansonsten natürlich werden wir zu Isaac reisen. So, und ihr bleibt jetzt hier. Apologies, Master. My mind was 1000 leagues away. Ah, Mist. Sind noch nicht wieder da. Okay. Dann erstmal zu Isaac. Aber eigentlich ist der Reisekristall dort für die Mission zumindest ganz gut. Dann kann ich gleich immer hier runterrennen und gucken. Aber es wäre Verschwendung. Ich würde ihn dann gerne nach. Ja, in die Diebesstadt wäre es ganz geil. Da könnte ich mir noch einen vorstellen, den wir da noch platzieren. Und dann gibt es ja noch bestimmt ein paar andere coole Ecken. Das ist aber gewagt, was sie hier anhat. Akira. Aber cool sieht es trotzdem aus. Aber ich meine, gut, bei der Themse. Warum nicht? So, wo sind denn jetzt aber. Das letzte Mal wollte doch. Ich habe nämlich geladen. Und da wollte doch die Tochter und die Mutter von Isaac mit uns reden. Sind sie das nicht? Nee. Ha. Wo sind die denn hin? Da sind sie. Mutter, schnell! Hier rüber! Verzeiht mir, mein Herr, aber ich muss euch darum bitten, meinem Mann nicht weiter zu helfen, bitte. Aber aus was für einem Grund? Er hat sein Auge verloren, während er dieses Grimoire las. Sein Auge, versteht ihr? Das ist doch nicht normal, das ist doch schlimm und ekelhaft. Ich kann es nicht mehr mit ansehen, wie er mit diesem teuflischen Ding zugange ist. Er hat gar keine Zeit mehr für uns, beachtet uns manchmal nicht mehr mehr. Aber er weigert sich, auf mich zu hören. Natürlich. Er ist so vertieft, er denkt gar nicht an uns. Er sagt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Er würde uns bald mehr Geld einbringen. Es ist, als hätte er den Verstand verloren. Wie oft er das wiederholt, es ist irgendwie seltsam. Es ist alles meine Schuld, Mutter. Er ist so, seit ich gesagt habe, dass ich mir ein einfaches Leben wünschen würde. Nein, Liebes, ist es nicht. Und mach dir keine Sorgen. Dein Vater. Er wird im Handumdrehen wieder der Alte sein, glaub mir. Wenn es unbedingt sein muss, such dieses Grimoire, aber bitte gebt es nicht meinem Mann. Ich flehe euch an. Sie haben Angst vor dem Grimoire. Aber ich habe es ja auch im letzten Part gesagt. Er hat das Auge schon verloren. Und er sagt so, oh, naja, ist nicht schlimm, irgendwie total seltsam. Und dieses Grimoire, wir können ja jetzt ja direkt nochmal lesen. Ich hab's, hast schon so lange her, wo ich mir das direkt mal durchgelesen hatte. Das zweite von zwei Grimoires, die mit uralter Magie erfüllt sind. Wenn beide Bücher vereint sind, gewähren sie Zugang zu einem vergessenen Zauber. Ah, ich hätte gerne das erste wieder eigentlich, muss ich euch ehrlich sagen. Es ist ja blöd, dass ich Ihnen das gegeben habe. Ich hätte Ihnen das gar nicht geben dürfen. Oder nee, das erste haben wir gar nicht gefunden, oder das hat er schon gehabt, oder wie war das? Eine sorgfältig gearbeitete Fälschung, obwohl sie dem echten Gegenstand stark ähnelt, hat sie nichts dessen Eigenschaften. Ja, wir geben ihm das. Ich habe keinen Bock, dass er dann vielleicht, keine Ahnung, sein Bein verliert oder
Naja, zum Krüppel wird schlimmstenfalls oder vielleicht sogar irgendwie, ja, was auch immer dann passiert, aber nee, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass Isaac mit seiner Familie lebt. Ich würde ihn auch, kann ich ihm eigentlich was schenken? Seid gegrüßt, Herr Vector. Habt ihr zufällig den zweiten Band von Die Transmigration der Seelen gefunden? Ja, hab ich, natürlich. Hier ist er, der Transit der Seelen. Möchtest du deine Auswahl liefern? Mach ich. Endlich ist das Glück mir hold. Damit ist der Erfolg meines Ladens so gut wie gesichert. Ich danke euch, Herr Vector. Oh, ich danke euch wahrlich. Möchtet ihr euch mir vielleicht anschließen? Kommt, werdet Zeuge dieses bedeutsamen Ereignisses. Okay. Also es ist jetzt der Ablauf, den wir wahrscheinlich auch hätten, wenn wir ihnen das Normale gegeben hätten. Ich werde es sofort ausprobieren. Kommt, werde Zeuge. Okay, Isaac, dann mal los. Isaac? Los, komm, mein Freund. Du wolltest wohin laufen? Dass man dich wieder zu deinem Glück zwingen muss. Ach, es sieht so geil aus, wie wir hier so langsam hochtrotten. Einfach nur schön. Diese Spiegelung, meine Güte, in den Waffen. Ich meine sogar, dass das echt mit einer der geilsten Spiegelungen ist, die ich so je gesehen habe. Oder die Reflexion des Lichtes. Ich weiß, dass es nicht das beste Raytracing ist, aber diese Beleuchtung sieht trotzdem irgendwie sehr geil aus. Es ist soweit. Dies ist der Augenblick, auf den ich mich vorbereitet habe. Liebster, ist das denn wirklich sicher? Ich habe Angst vor dem, was passieren wird. Hab Vertrauen, mein Liebling. Alles wird gut. Du musst nur dort stehen und zusehen. Vater, du musst das nicht tun. Ich bin glücklich mit unserem Leben, so wie es jetzt ist. Es freut mich, dass du das sagst, meine Tochter. Aber ich bin schon zu weit gekommen. Ich muss es zu Ende bringen. Oh. Lieber nicht, Isaac. Mach keinen Quatsch, du alter Schlums. Ich glaube, ich muss lediglich. Ha! Oh. Hab ich es geschafft? Es scheint sich nichts verändert zu haben. Dann war es wohl ein Fehlschlag. Ah, na gut. So einfach lässt sich unser Schicksal wohl doch nicht enden, hä? Ich habe meine Lektion gelernt. Schluss mit diesem Blödsinn. Ich werde mich wohl einfach damit begnügen, ein bescheidener Drogist zu sein. Meine Liebsten, könnt ihr mir meine Torheit verzeihen? Oh, Isaac. Ihr beide hattet von Anfang an recht. Ich hätte nie einen solch törichten Träumerei nachjagen sollen. Vater, ich hätte mich nicht beklagen sollen. Es tut mir leid, ich weiß, dass du für uns alles gibst. Das hast du immer getan und wirst es auch immer tun. Ich bin halt einfach, ja, eine verwöhnte kleines Mädchen gewesen. Tut mir leid. Genug davon jetzt. Du musst dich für nichts entschuldigen. Es ist die Pflicht eines Vaters, für seine Kinder zu sorgen. Ich wünsche nur, ich wünschte, ich könnte euch mehr bieten. Hab Dank, Erweckter. Obwohl ich meinen Bemühungen gescheitert bin, habe ich vieles gelernt, glaubt mir. Von nun an werde ich meine Energien nur noch auf meine Gewerbe konzentrieren und tja, vielleicht verdiene ich da ja sogar eine Mark mehr. Ich hoffe, ich kann weiterhin auf eure Unterstützung zählen. Natürlich kannst du das. 3000 EP, boah. Das ist gut. So, hierher, meine Freunde. Schlussendlich bin ich doch ziemlich froh, dass mein Experiment gescheitert ist, auch wenn ich den Grund dafür gerne wissen würde.
Ach, solche Dinge vergisst man am besten. Ich denke sogar, ihr solltet mir dieses Buch abnehmen. Es hat keinen Sinn, dass ich es noch nehme, ich es noch habe. Ehrlich? Oh, ich krieg das Buch. Geil. Dörrfleisch, lecker. Oh, guckt euch mal die Chilis an. Was ist das denn? Das sind ja... Oh, geil. Die braucht man nur noch in den Mörser stecken. Bisschen zerbrechen, in den Mörser stecken. Schön klein machen und kann das an jede Soße machen. Und schon brennt die Soße dreimal nach. Flitzekacke, ich komme. As a matter of fact, loath as I am to record the events of the coronation, they are fresh in my mind still. Aber... habe ich das Buch jetzt? So, wir quatschen mal noch mit Tochter und Mutter. Mein Mann ist mit neuen Elan zurück an die Arbeit gegangen. Es ist gut, dass er wieder ganz der Alte ist. Als seine Familie werden wir ihn unterstützen, wo wir können. Cool. Sehr schön. Ich frage mich, ob wir jetzt reich wären, wenn das Experiment funktioniert hätte. Vermutlich hätte es wohl so oder so ausgehen können. Vielleicht sollte ich einfach dankbar sein, dass nichts Schlimmes passiert ist. Ja, manchmal will man es, glaube ich, einfach nicht wissen, oder? Was passiert wäre. Ich finde, die sehen echt schön aus. Ich hätte sie gerne mal alle drei nebeneinander. Um ein Foto zu machen. So, mal schauen. Können wir uns den Isaac ja mal von nahen anschauen. Den alten Schlumich. So. Ist er doch, die alte Granate. Isaac! Mensch! Sei froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Könnte viel schlimmer sein, sage ich. Oder? Ja. Sehr gut, dass es nichts Schlimmes passiert ist. Ich weiß zwar nicht, was passiert, aber vielleicht hätte er ja wirklich... Stellt euch das mal vor, dann habe ich ihn alles zunichte gemacht. Wenn jetzt hier auf einmal der Wohlstand ausgebrochen wäre und es hätte Kohle geregnet ohne Ende. Goldsäckchen für Goldsäckchen. Ah, wartet mal. Ich wollte ja mal gucken, ob ich ihm Geld schenken kann. Nee, ich kann ihnen nichts schenken. Ach, das ist aber schade. Und ihr? Auch nicht. Das haben sie bestimmt mit Absicht gemacht, oder? Dass ich nichts machen kann. Ah, schade. So, jetzt gucken wir nur mal, ob ich jetzt das Buch... Habe ich jetzt nur meine Fälschung wiederbekommen, oder wie sieht's aus? Ich habe aber kein Buch bekommen. Ja, okay. Alles klar. Ja, müssen wir vielleicht später einfach nochmal wiederkommen. Vielleicht kriegt man das dann noch. Ist hier oben der Aufzug oder warum ist hier schon wieder... Nee, hier unten muss irgendwas sein, oder? Was suchst du denn hier? Seid ihr hier, um mich von meinem Elend zu erlösen? Nein. Noch ist es nicht Zeit zu sterben. So. Hier ist der Friseur, gell? Ach geil, das ist doch... Das sieht aus wie der Stuhl aus dem ersten Teil. Der Stuhl der Veränderung, oder wie der hieß, wo man seine Vasallen, die Wesensart, ändern konnte. Aber ich muss mich jetzt nochmal schnell oder auch langsam um Niki kümmern. Ich muss jetzt mal... Wo war die hier? Zur Vasallengilde. Hier hoch und links. Nee, Vasallengilde war es nicht. Pilgerherberge? Nee, auch nicht. Isaac? Ja, wir können zu Isaac ja später nochmal zurückkehren, aber... Der Ochsenkorn? Ah, hier, Laufbahngilde. Da möchte ich hin. Wir sind jetzt... Wo sind wir denn? Bin ich total blöd? Einmal zurück. Okay, Kommando zurück. Hier runter, wa?
jetzt rechts und nochmal runter. Ach, guckt mal, hier ist eine Totenkammer von Batal. Das Mausoleum. Aber da wird der Glyndwyr nicht liegen. Das sind wahrscheinlich nur die Leute, die hier dann direkt gestorben sind. Ah, die Laufbahngilde. Ja, aber muss ja dann hier irgendwo sein. Ja, da ist er. Mal gucken, was wir jetzt bei Niki ausgerüstet haben. Irgendwas? Irgendetwas stimmt da nicht. So, zwei Medaillons. Bei 70 kriegt man den Ring. Fertigkeiten erhalten. Ausrüsten. Großer Zauberspeicher. Heilende Heiligkeit? Ja, stimmt. Hä? Nee, aber das macht sie doch von sich aus. Und die heilende Heiligkeit hat sie auch drin. Ich kann ja alles mal umlegen. Ich gehe mal wieder auf Feuersbrunst. Die wurde nämlich gepatcht und hat jetzt eine größere Reichweite, soweit wie ich das gehört habe. Die zum großen Blitzregen. Sie hat ja aber auch keine Eisschart. Sie hat eigentlich gar nichts gemacht irgendwie. So. Großer Zauberspeicher. So. Vielleicht müssen wir das einfach alles nochmal so hinlegen. So, ich lerne mal noch ein paar Sachen. Strahlenhimmel. Ein verbesserter... Ach nee, Zauberspeicher. Strahlenhimmel. Eine verbesserte Form von Lichthimmel mit einer größeren Reichweite und längeren anhaltenden Licht. Ah, das ist schon irgendwie auch geil, gell? Wie so eine Nachtsonne. Zu Beginn des Zaubers zugeordnete Taste drücken. Ah, das ist schon cool. Feierlichkeit. Lässt das Ziel einige Zeit lang verstummen. Was es am Sprechen und Wirken von Zaubern hindert. Natürlich auch geil. Machen wir jetzt auch nochmal mit Ehrwürdigkeit. Was macht das? Reichweite und Dauer der Schwächung. Hoher Schutz. Verbesserte Form von Schutz, die länger anhält und Namen verbindeten Ansammlungen gewährt. Ah ja, das ist natürlich auch geil, der hohe Schutz. Die heilende Heiligkeit fand ich aber so geil eigentlich. Eine verbesserte Form von Heiligkeit, die länger anhält. Halt entflammt, Erfrierung, ohnmächtig, Schlaf, verstummt, durchschnitt. Ja, eigentlich ist das das Nonplusultra. Das braucht man halt einfach. Ein großer Zauberspeicher. Und da mache ich jetzt, switch ich nochmal um. Weil irgendwas muss da doch schiefgelaufen sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ein verbesserter Zauberspeicher, der weniger Ausdauer beim Wirken von gespeicherten Zaubern verbraucht. Ich mache den jetzt mal raus, weil ich hätte gern noch eine andere Fähigkeit. Ich weiß noch nicht was. Geschwindigkeit. Geil. Was ist das? Hochgeschwindigkeit. Eine verbesserte Form von Geschwindigkeit, die ein länger anhaltendes Siege beschwört und die Tempoerhöhung ausdehnt. Das ist natürlich geil, oder? Wenn man viel schneller ist, können sie da auch schneller zaubern? Das ist jetzt die Frage. Dann wäre das ja natürlich ganz geil. Silberner Beistand. Machen wir jetzt auch nochmal. Da haben wir ja jetzt alles gelernt, oder? Ich glaube schon. Eine verbesserte Form von silbernes Tonikum, die Gesundheit einige Zeit lang weiterhin allmählich wiederherstellt. Komm, das machen wir jetzt. Silberner Beistand noch mit rein. Zack. Geil. Geil, geil, geil. Many thanks. Yeah, many thanks. Thank you. My beastren friend. So, dann gehen wir jetzt nochmal auf zu dem Echsen. Und ansonsten könnten wir mit Fulvio die Fulvio-Quest eigentlich machen. Da hat man noch eine weite Strecke vor uns, glaube ich. Aber das wäre eigentlich ganz cool. Da können wir nämlich noch einen Greif besiegen und müssen den alten Tunichgut dann natürlich beschützen. Den alten Misthund. Oh, der sah irgendwie wichtig aus. Diese Statuen haben einen saftigen Preis erzielt, oh ja. Wenn das Glück es so will, wird es irgendwo da draußen mehr von ihnen geben. Tyrell.
Und wenn wir dann zurückkehren, dann können wir natürlich auch nochmal... Oh, ein Händler. Zeige ich mal. Ah ja, die Maske der Verborgenheit. Die sieht echt cool aus. Kapuze des Dahergelaufenen. Die sieht auch irgendwie erschreckend, aber irgendwie auch geil aus. Mit diesen kleinen Mosaiksteinchen. Ich habe tatsächlich hier zu Hause irgendwo mal aus dem Teddy oder was weiß ich von Laden. Das war mit eins meiner ersten Gegenstände, die ich so zu Hause hatte zur Deko. So eine kleine Schale. Die sieht fast genauso aus von innen. Ganz lustig. 30.000. Aber das muss doch irgendwas Besonderes machen, außer dass es so gute Werte hat. Ich meine, aber guckt euch das mal an. Klingwiderstand 10 und Schlagwiderstand auch 10. Also das Ding ist richtig geil. Das ist ein richtig guter Gegenstand. Ich weiß ja nicht, mittlerweile würde ich feiern, wenn sie ein Patch rausbringen würden, dass man irgendwie noch Helme ausblenden kann. Das wäre ganz nice. Naja, schauen wir mal, ob unsere Echsenfreunde wieder da sind. Ansonsten geht's auf die Fulvio-Quest. Stimmt, die kann ich aber schon mal aktivieren, die Fulvio-Quest. Obwohl, nee, wenn die Echsen da sind, finde ich den Weg schneller zurück zu unserem Freund. Ich als alter Orientierungskrüppel, ein notorischer Wegvergesser, der seinesgleichen sucht. Ja, sind noch nicht da, deswegen können wir das natürlich mal tun. So, Fulvio, mein Freund, wo war das denn? Okay, das ist eine weite Ecke, aber wir haben ja Zeit. Was ist hier oben los? Du kommst nicht mehr runter? Naja, als tapferer Recke werde ich... Okay, sie kann doch. Alles klar. Dann gehabt dich wohl. Da kommen sie. So, ich habe auch viele Pfeile. Schön viele Explosionspfeile. Und mit dem letzten Patch wurde ja das Gewicht der Pfeile auch reduziert, was natürlich mega geil ist. Hey! Altes Mistvieh. Ja, und das wurde auch gepatcht. Der Mahlstrom, dass der... Der hat wohl manchmal Gegner verfehlt und so weiter und so fort. Deswegen haben sie gepatcht, dass der mehr an Ort und Stelle bleibt, da wo er hingehört. Was ja auch schön ist. Eine Feige? Aber wo sind denn jetzt unsere Harpien hin? Da. Die lädt es dann natürlich ordentlich weg durch den Sturm. Aber hier ist... Doch, hier ist noch eine. Ah, die hat aber gar nichts. Naja, dann durchsuchen wir mal die verschiedenen Ruinen hier. Oh! Ja! Golem! Immer schön auf die Schwachstelle. Feuer gefällig. Jetzt erstmal im Stillstandsmodus. Geil. So, ich brauche aber auch ein paar Medaillen. Deswegen klettere ich mal hoch. Oh, da unten ist noch einer. Seid ihr irre? So, ich müsste halt irgendwie hier hochkommen. Boah! Wie hat er mich jetzt getroffen? Gibt es doch ja nicht, wa? Oh. So geil. Halt dich fest. Oh, die sind hier viel stärker, aber da muss ich aufpassen.
Das könnte schneller vorbei sein, als es mir lieb ist. Erwurz bringt uns nichts. Edles Dörfleisch. Fruchtroboran. Ja! Wer ist hier gestorben? Selene. Und wir sollten hier unten den anderen nicht noch anlocken. Niki! Die sind echt ganz schön stark. Mist, jetzt kommt ja auch noch ein zweiter. Das wird ein Problem. Ah. Das zieht mir halt gar nichts ab, ey. Nicht wirklich viel. Ich muss die Siegel erkennen, so wie bei dem jetzt. Dann kann ich auch irgendwie da drauf schießen. Komm schon! Oh. Ach, die holen mich auch gleich wieder hier runter. Ich habe keine Chance, Leute. Wow! Schnell raus hier. Die kämpfen jetzt sich gegenseitig. Das wäre nice, aber ich glaube, das passiert nicht. Aber so schwer ist es doch nicht. So viele können es doch gar nicht mehr sein. Komm schon! Ja! Ja! Ach, ich muss die anderen zwei wiederbeleben. Oh nein, es kommen ja auch noch die zwei Idioten. Nein! Sag mal, bist du irre oder was? Come on! Da oben! Da ist die Marke! Oh, jetzt habe ich bei denen auch noch was gesehen. Wo ist die letzte Marke? Da! Da ist sie! Aber die schütteln einen halt relativ leicht ab. Die Säcke. Ich muss ja an die Hand. So schön die Arschbacke raufgeklettert. Ja, da sind wir. Come on. Aber Niki steht da wie angewurzelt. Seht ihr das? Irgendwas haut da gar nicht hin, Leute. Boom. Geil, zwei Golems zur gleichen Zeit. Und viel ist es nicht mehr. Mist. Das zieht uns auch noch mal ordentlich was ab hier. Niki braucht auch Heilung. Also das ist heftig. Die sind hier richtig stark, die Gesellen. Ich erfahre trotzdem keine Heilung von Niki. Und sie macht halt gar nichts. Sag mal, Leute, ist der Stab nicht ausgerüstet bei ihr? Oh mein Gott, der Stab ist nicht ausgerüstet. Ich Vollidiot. Ja, kein Wunder, dass das hier so schwer ist. Jetzt geht's los. Niki ist wieder bei voller Kraft. Durch die Dämlichkeit des Affenkönigs konnte sie gar nichts machen. Das war's. Komm. Yes, Nummer 1 ist weg.
Boah, 5900 EP. Stark. So. Und der hier ist der nächste. Jetzt ist Ruhe. Komm schon her. Du alte Mistsau. Ja, Eisschar. Gleich haben wir ihn. Letzter Schlag. Ja! We have did it. Ruhig bleiben, Jungs und Mädels. Oh, Kopf. Hallo Köpfchen. Gebt mir eure magischen Marken. Geflecktes Erz, Großblüte, magische Medaille. Gerne noch mehr. Misthund, du Elender. So, habt ihr noch was? Auch nicht. Gut. Aber hier muss noch was liegen, oder? Markiert's mir jetzt Sucher mit der Jungs? Kann das sein, wenn ich die hier sehe? Hier ist ja eins, aber... Geil, die markiert's auf der Karte jetzt. Das ist aber ein bisschen easy peasy, aber... Das war vorher nicht so, oder? Ach ja, und ich habe eine traurige Nachricht. Ich habe es im letzten Part vergessen zu erwähnen, meine Freunde. Hideaki Itsuno, wenn ich mich nicht täusche. So war sein Name. Der Schöpfer von Dragon's Dogma. Umhang des Pioniers. Ist, ja, vom Studio, also er durfte nicht gehen. Er ist, glaube ich, freiwillig gegangen. Ich habe keine Angabe von Gründen gefunden, warum das so gewesen ist. Ich bin ziemlich traurig, kann man schon sagen, traurig darüber, weil Dragon's Dogma 2 war ja ein kommerzieller Erfolg, zumindest gegenüber des ersten Teils viel mehr Erfolg gehabt. Und ja, der Hideaki Itsuno ist halt das große Gesicht und der Schöpfer hinter der ganzen Geschichte und der weiß ganz genau, was er da gemacht hat. Und wollte das auch alles so machen. Er wollte auch die Komfortzone der Spieler nicht unbedingt ausnutzen und überall Schnellreiseziele machen. Deswegen auch die Zielkristalle und so weiter. Ich finde es ja geil. Mich hat das Spiel halt von der ersten Minute an im ersten Teil schon begeistert. Das wisst ihr. Deswegen fand ich das halt sehr schade. Ach, schade. Und mich ärgert das sehr, muss ich wirklich zugeben. Weil ich glaube, es wurde ja ein Leichtmodus gepatcht. Habt ihr sicherlich alle gehört. Und ich weiß oder meine zu wissen, dass der Hideaki Itsuno nie dafür war, dass überhaupt irgendein Leichtmodus oder irgendwas mal eingefügt wird. Das ist genauso wie bei, wie heißt er? Der Miyazaki von den Souls-Spielen. Der wollte das ja auch nie. Oh oh. Was ist hier los? Ich sehe gar nichts. Ogre? Ich wollte hier nur lagern. Zyklop! Ich erzähle die Geschichte gleich weiter. Erst muss ich mich um diesen Weight Watchers-Verweigerer aus Gewissensgründen kümmern. Hey, mache nicht so einen Aufriss. Jetzt kriegst du eine Kelle. Ist das klar? Mache da auch einen zu. Da wisst ihr, was deine ist. Nehme ich nichts. Dir mache ich gleich ein Gar aus. Du lebst nicht lange. Das war's schon. Ja! So, mal schön an den Klöten riechen. Wo kommst du denn her? Sag mal, ihr fallen was ein vom Himmel. Mach dich weg jetzt, es reicht mir. So. So, was ist denn hier oben? Ist das etwa unser Weg? Ja, da führt ein einzelner Weg lang. Das machen wir natürlich. Wir machen das jetzt auch im Dunkeln.
Wenn du gehen, ist gut umgehen. Was ich sagen wollte, der Hideaki mir sagt. Oh, nein, ich muss rasten. Sorry, Leute. Ich sehe das gerade hier. Lager aufschlagen, bitte. Wir haben noch eins dabei. Das ist perfekt. Dann können wir noch schön was Schnelles, Feines essen. Ja, was ich erzählen wollte, der Miyazaki, der wollte ja auch nie, dass bei den ganzen Aufrufen von unzähligen Spielern Leichtmodus in den Souls-Spielen irgendwie einzubauen, das wollte der nie, da hat er auch immer, glaube ich, gesagt, das ist nicht dafür geschaffen und dann würde ich ja auch gehen, weil das geht halt einfach nicht, das gehört nicht in unser Spielkonzept. Und ich meine, dass der Hideaki Itsuno das genauso dachte und, oh, leckeres Essen, und ich glaube, dass er deswegen gegangen ist. Es gibt keine Berichte darüber, gar nichts, aber ich könnte es mir ganz gut vorstellen, denn warum sollte er das Studio denn verlassen? Gibt doch gar keinen Grund dazu. Klar, es gab einen kleinen Mini-Shitstorm wegen der Performance, den ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Hier, zumindest auf der PS5, läuft es Butter und Sahne weich. Ein paar Mini-Ruckler, wirklich, wenn es im Wurf richtig voll ist, aber das ist so marginal, dass mir das nicht auffällt. Da gab es schon deutlich schlimmere Beispiele. Star Wars Jedi Survivor zum Beispiel. Die hat aber eine geile Rüstung an. Mensch! Ich freue mich, was da alles noch so kommt. Auf jeden Fall, ist das ein bitterer Schlag. Und jetzt ist halt die Frage, wird er in ein anderes Studio wechseln? Oder wird er sagen, nö, ich mache mein eigenes Ding, so Kojima-like? Oder kriegen wir nie wieder eine Art Dragon's Dogma? Und es wird nie wieder was geben von ihnen. Ach, das würde ich extrem bedauern. Extrem. Und vor allem, was passiert denn dann jetzt? Was ist denn hier los? Was passiert denn jetzt mit den DLC? Die heulende Höhle. Hier müssen wir reingehen, Leute. Also das muss ich jetzt natürlich machen. Oh, da sind sie! Oh! Das ist aber ein riesen fetter Ohre da hinten. Ist so eine kleine Höhle, aber lohnt sich hoffentlich. Oh ja, 8090, das lohnt sich. Am liebsten würde ich nur Geld finden. Die haben auch viel Geld dabei hier, unsere Ogre-Kollegen. Mach auf! Lagerausstattung mit Sandmuster, schön. Lohnt sich auch. Und ich, ehrlich gesagt, als Spieleentwickler oder das Genie, der das alles erfunden hat, die ganze Welt, ich würde das auch nicht mögen. Wenn jetzt plötzlich, nur weil die Fans das unbedingt wollen, dann Leichtmodus reingemacht werden soll, wo man dann, weiß nicht, ob man dann unendlich viel Ausdauer hat. Auf jeden Fall waren es schon einige leichtere Sachen. Das finde ich nicht gut. Finde ich wirklich nicht gut. Da hat jeder eine andere Meinung. Ich verstehe auch die Leute, die sagen, nee, das ist mir zu schwer, dann möchte ich es nicht spielen. Dann gibt es ja auch noch genug andere Spiele, die man zocken kann. Es soll eine gewisse Schwierigkeit haben und das gehört zu der Erfahrung von Dragon's Dogma einfach dazu. Und es soll nicht bequem sein. Es soll dich vielleicht auch manchmal ärgern, dass du sagst, Mist, jetzt ich habe nicht gespeichert, ich Hornochse oder ich blöde Kuh. Jetzt muss ich halt nochmal hier 2-3 Stunden von vorne spielen. Ihr wisst, es war bei mir genauso. Ich habe auch Pech gehabt. Einmal, aber dann ist es eben so. Hatte ich auch im ersten Teil. Finde das jetzt nicht irgendwie mega schlimm. Dann sieht man vielleicht nochmal ein paar andere Sachen, entdeckt ein paar andere Sachen. Noch eine Höhle gleich. Höhle des heißen Sandes. Oh. Ich liebe Höhlen. Endlich finde ich welche. Oh! Hey, du Sau! Sag mal, jetzt raucht's hier. Hahaha! Ja? Jetzt lachst du nicht mehr, hä? Flachpfeife. Und das gefälligst du nicht in Ruhe, sonst gebe ich dir einen auf den Deckel. So, zerlöchert von Pfeilen. In die Ecke getrieben. Also die sehen so geil aus. Ich finde fast alle Gegnertypen hier im Bataille gefallen mir fast besser. Designtechnisch nochmal. Dankeschön.
Und sie haben ja schon so viele Quality of Life Verbesserungen gemacht als im ersten Teil. Da musste jeder noch eine Spitzhacke ausrüsten. Ihr wisst es, die, die es gespielt haben. Und die war schwer, die Spitzhacke. Aber wenn man eben Erze haben wollte und dass die Vasallen die sammeln, musste man das halt machen. Es sind so viele Quality of Life Dinge. Es musste noch viel mehr Crafting betrieben werden im ersten Teil, um viel bessere Gegenstände zu erhalten und so weiter. Es waren wirklich unzählige Dinge, die ich euch nochmal, auch gerne nochmal richtig aufzählen kann, die so viel schöner und besser geworden sind. Deswegen ist es schon schade, dass sie das jetzt. Capcom hat halt dann wahrscheinlich gesagt: Nee, komm, Hideaki, das machen wir jetzt. Hier ist schon wieder so ein Eingang. Leute, ich glaube langsam, dass die ganzen Eingänge, die wir hier gefunden haben, ich glaube, dass das alles Eingänge zu, ja, ich würde sagen, Eingänge zu wunderschönen DLC-Gebieten sind. Könnte ich mir irgendwie gut vorstellen. Könnt mir gerne eure Meinung da mal in die Kommentare schreiben, weil das jetzt ist das vierte Tor, was wir finden. Könnte doch sein, dass das da mehrere riesige Dungeons sind, die man da besuchen kann. Mit neuen Gegnertypen und so einigen anderen schönen Zeugs, neuen Loot. Doch, irgendwie glaube ich da dran. Irgendwie erscheint das mir logisch. Könnte das sein? Durchkommen wir ja leider nicht. So, hier tropft es ein bisschen von der Decke. Die haben natürlich nichts dabei hier, die Halunken. Nichts Wertvolles. Oh! Oh mein Gott! Du kommst her jetzt hier! Weil die geben halt auch schon ganz schön viel EP, gell? Das ist schon ordentlich. Ja, und vollgeladen. So, jetzt noch schön Todesfall. Dann nageln wir den an die Wand dran. Da hängt er. So, und du auch. Komplett weggebeamt. Oh, und keiner hat was dabei. Doch. Hier war was, oder? Ja. Aber die geben halt viel Geld, deswegen lohnt es sich eigentlich, die auch ein bisschen zu farmen, die Kollegen hier. So, ich hoffe, ihr sammelt ein bisschen was. Oh, ich wollte gerade sagen, das geht doch kaputt. Gerne sammelt bitte mein schön Loot ein. Wollt ihr das tun? Danke, Sascha. Das merke ich mir und das lobe ich mir. Ist aber nur Kupfer. Von Kupfer haben wir extrem viel. Da werde ich mal ein bisschen was verkaufen. Oh, Südlandeisen ist schon wieder etwas besser. Das ist gut. Geil, so wo gehen wir denn hin? Erstmal hoch, wa? Wir gucken erstmal hier, Nuff. Ja, hat sich gelohnt. Eine schöne Kiste. Verwüsterlordhelm. Oh, was ist das denn? Den kann ich bestimmt nicht aufsetzen. Aber angucken tun wir uns natürlich alle Maler. Wo ist er denn? Der Verwüsterlordhelm, ein aus Monsterknochen und Reißzähnen gefertigter Helm. Er soll ein Relikt von Leonardo DiCaprio, dem einst so gefürchteten Herr der Plünderer, sein. Oh, geil, geil, geil. Na gut, den kann niemand aufsetzen. Leider. Was ist das denn? Oh! Oh, Schleim! Ein Ekelschleim. Ach gut, damit kommen wir den nicht bei hier, gell? Ja, brauche ich Zauber. Dann müssen wir hier ein bisschen feuergefällig. So, das war's. Geil, mit dieser Bombenexplosion
verlasse ich euch in diesem Part. Im nächsten Part geht es natürlich frisch und fröhlich weiter mit eurem Affenkönig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, ein Abo. Mensch, ich freue mich. Batal ist voller Überraschung, genauso wie ihr. Ich hab euch lieb. Ciao.